Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und in dem Video geht es speziell um ein 85mm Objektiv der Marke Sony für die Sony Alpha Kameras, also für die Vollformatkameras der Serie 7. Und das ist das Objektiv, um das sich mein Review heute dreht. Ich habe jetzt circa ein Jahr lang wirklich damit gehadert, mir dieses Objektiv zu kaufen. Im Hinterkopf hatte ich immer das G-Master Objektiv mit der 1,4er Blende, was aber richtig teuer ist. Also es kostet, glaube ich, 1.600 € und hat wirklich ein sehr creamy, butterweiches Bokeh. Also für das ist auch das G-Master bekannt, dass da kein anderes 85mm Objektiv, welches einfach auf den E-Mount passt, bei Sony herankommt. Dieses Objektiv kostet 600 €, also guten Tausender weniger. Bevor ich aber mit dem Review anfange, möchte ich mich bei euch für die zahlreichen Likes und vielen Kommentare gerade in den letzten Monaten bedanken. Ich betreibe ja YouTube mehr oder weniger seit einem Jahr etwas ernsthafter. Und es ist einfach super, so einen Zuspruch für meine Videos zu bekommen. Ich habe mir dafür jetzt auch, um noch kreativer arbeiten zu können, hier ein kleines YouTube-Studio eingerichtet, so dass ich weniger Aufwand habe, die Kamera immer wieder neu aufzubauen, einzustellen und Licht zu setzen. Also ihr dürft gespannt sein auf die nächsten Videos. Jetzt sage ich, Film ab für das Intro und dann geht's direkt in den Objektivtest. Und ich sage es jetzt gleich vorab, meine Zweifel in Bezug auf dieses Objektiv haben sich nicht bewahrheitet. Mich überzeugt das Objektiv auf ganzer Linie. Und ich sage euch, das Wichtigste ist die Bildqualität und die ist so phänomenal gut, dass der Unterschied zwischen diesem Objektiv und dem G-Master wirklich marginal sind. Und wenn es mir kaum auffällt, behaupte ich mal, dann fällt es vielen, vielen anderen Kunden oder auch einfach Betrachtern auch nicht auf. Die Verarbeitungsqualität dieses Objektivs ist hochwertig, da es aus Metall besteht, also der komplette Körper ist aus Metall. Das Objektiv verfügt über einen Focus-Hold-Button und diesen manuellen und Autofokus-Schalter hier an der Seite. Dieses matt-schwarze Metall schaut auch noch ziemlich cool aus, finde ich sogar. Also schon stylisch. Das Objektiv wird mit dieser Gegenlichtblende geliefert. Wer es mag, kann sie draufbauen. Ich verwende die fast nie. Diese Sunflares, die da reingehen, kommen ins Objektiv, stören mich eigentlich fast nie. Dann ist wichtig zu wissen, das Objektiv ist nicht spritzwassergeschützt, also es hat hier keine Gumminoppen dran. Das ist wohl dem Preis geschuldet von 600 €. Also diesen Spritzwasserschutz haben meist nur Objektive in höheren Preiskategorien. Ansonsten hat das Objektiv 9 Lamellen und einen superschnellen Autofokus. Der Lamellenring hier beim Fokus ist mit ganz kleinen Lamellen ausgestattet und geht so richtig butterweich verschieben. Also es ist wirklich ein gutes Gefühl hat man dabei und man kann den Fokus auch manuell sehr gut damit ziehen. Das Gewicht der Linse ist auch nicht zu verachten. Es wiegt nur 370 Gramm. Somit kann man mit dem Objektiv auf einer Alpha 7 Kamera gut einen ganzen Nachmittag oder Abend auf einem Event verbringen und die Linse wirklich bequem an der Kamera in der Hand halten. Also da bricht einem nicht das Handgelenk nach 2 Stunden ab wie beim G-Master Objektiv. Ganz wichtiger Punkt, der für mich sehr wichtig war, war der Autofokus. Der Autofokus ist quasi bei diesem Objektiv nicht hörbar. Er ist flüsterleise und wenn man den Fokus selber ziehen möchte, also manuell filmt, geht es auch sehr gut von der Hand. Es geht butterweich, der Ring, also wirklich genau passend und damit macht es wirklich auch Spaß, manuell zu filmen oder manuell zu fotografieren. Das G-Master hingegen hat auch einen Autofokus, der wesentlich langsamer ist, also der Augenautofokus klappt nicht so präzise wie bei diesem 1,8er Objektiv. Und viele Fotografen sagen auch zu ihrem G-Master Objektiv kleine Kaffeemühle, weil wenn sich der Fokusring bewegt oder der Motor vom Fokusring,
macht das richtige Kratzgeräusch im Objektiv und das empfinde ich als störend, vor allem beim Filmen. In der Kirche ist es vielleicht auch nicht so förderlich, wenn man den Motor dieses Objektivs hört. Deswegen ist das für mich hier wirklich die richtige Wahl und die beste Wahl. Super schneller Autofokus, flüsterleise und der Fokusring lässt sich super, super schön ziehen. Jetzt zur eigentlichen Bildqualität. Ich hatte immer die Zweifel, was die Qualität und das Bokeh bei diesem Objektiv angeht. Die sind aber wirklich unbegründet gewesen. Ich habe in den letzten Wochen ein paar Porträt-Sessions gehabt, habe auch letztens ein paar Landschaftsfotos mit dem 85 mm gemacht. Und die Bilder sind wirklich, wirklich scharf und Bokeh kommt auch richtig butterweich daher. Also ich bin begeistert von dem Ding und ich zeige euch jetzt einfach noch ein paar Fotos, die ich damit gemacht habe, dass ihr euch auch selber ein Urteil bilden könnt. Hier ist ein typisches Landschaftsfoto. Es ist bis in die Ecken scharf, da gibt es für mich nichts zu bemängeln. Und dann bin ich runter auf die 1,8er Blende, um euch mal zu zeigen, wie das Bokeh dann eigentlich dargestellt wird. So, hier habe ich auch nochmal wirklich ins Gegenlicht rein fotografiert, also diesen Baumstamm, um euch im Hintergrund diese Bokeh-Bälle mal zu zeigen. Und nach außen hin werden sie etwas ovaler. Hier sind ein paar Porträts, die ich gemacht habe. Der Augenautofokus hat bei jedem Auslöser gesessen und das ist wirklich die Hauptsache in meinem Fall, wenn ich Porträts schieße. Jetzt zum eigentlichen Fazit. Es gibt negative und auch positive Punkte. Die negativen sind zum einen der fehlende Bildstabilisator. Das Objektiv hat keinen internen Bildstabilisator. Das ist ein Punkt, den muss man wissen. Meine Kamera, die A7S II oder die A7 III, hat ja einen internen Stabilisator, aber ich hätte mir wirklich noch ein stabilisiertes Objektiv gewünscht. Der zweite Negativpunkt sind die Sonnensterne. Die finde ich nicht überzeugend. Ich selber fotografiere selten in die Sonne rein, sondern mache mit diesem Objektiv wirklich Porträts. Allerdings solltet ihr das wissen, die Sonnensterne sind nicht besonders hübsch. Da würde ich, wenn ich Sonnensterne fotografieren möchte, eher ein Sigma Art Objektiv nehmen, was dann auch wieder in einer ganz anderen Preisliga spielt. Jetzt zu den positiven Punkten. Auch Profis können mit diesem 85 mm 1,8er Objektiv super ihre Arbeit verrichten und die Bilder schauen richtig gut aus. Super geil ist der Autofokus, er ist treffsicher, sehr, sehr schnell und flüsterleise. Man hört ihn einfach nicht beim Fokussieren. Nächster wichtiger Punkt ist das Gewicht. Das Objektiv ist leicht, man kann damit schön den ganzen Nachmittag fotografieren, ohne dass das Handgelenk abbricht. Wichtigster Punkt ist tatsächlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Objektiv ist jeden Cent wert und kann auch wirklich was für diese 600 Euro. Es ist ein No-Brainer, wenn ihr einen 85 mm sucht für eure Sony Alpha 7 Kameras. Kauft euch das Ding oder leiht es euch aus. Ihr werdet von dem Ding nicht enttäuscht sein. Ich freue mich, dass ich sie habe und wenn ich euch einen ersten Einblick in diese Linse geben konnte, freut es mich. Stellt unten in den Kommentaren eure Fragen zu dem Objektiv. Ich teste gerne noch ein bisschen oder poste andere Fotos noch auf Instagram oder Facebook. Lasst uns in Kontakt bleiben, abonniert meinen Kanal für weitere Videos und jetzt sage ich Servus, euer Sigi.